Unter dem Motto Gemeinsam stand die Eröffnung des Kultursommers im Purkersdorf. Mit Jazz, Reggae, türkischen Klängen, gemischt mit der Unterstützung der Stadtkapelle und tänzerischen Darbietungen wurde ein Sommer voller kultureller Veranstaltungen und Darbietungen eingeläutet. Heute haben Sie in Burgersdorf die Eröffnung des Kultursommers. Was dürfen sich die Besucher erwarten? Die Besucher dürfen sich erwarten ein sehr unterschiedliches Programm. Ein Programm, das die breite Vielfalt der kulturellen Aktivitäten in unserer Stadt repräsentiert. Repräsentiert die vielen Vereine, repräsentiert die unterschiedlichen Interessen in unserer Kulturgesellschaft in Burgersdorf und einfach repräsentiert, dass Burgersdorf eine Stadt ist, wo es sehr viel zur Unterhaltung gibt. Ja, wir haben wieder einmal ein großes Spektrum abgedeckt. Pop, Rock, Jazz, Open-Air-Konzerte, Theater, alles ist möglich in vielen Locations, sehr viel in der Bühne. Es werden viele Burgersdorfer und Burgersdorferinnen auch mitwirken. Wir haben so lustige Fusionen wie Stadtkapelle mit Hip-Hop oder Reggae. Wir haben junge, alte Profis und Nicht-Profis, Amateure, was aber nichts Schlechtes ist. Was bedeutet Kultursommer für Sie persönlich? Na, Kultursommer ist ein Lebensgefühl in Burgersdorf. Wir sind ja auf Sommerfrische, wir leben ständig auf Sommerfrische hier, so wie die Menschen vor 100 Jahren. Und wir genießen das und wollen unsere Kultur in Burgersdorf und unsere Freizeit auch genießen können. Das bedeutet für mich Leben, Aktivität, Unterhaltung, gemütliches Beisammensein. Ich bin dahergekommen vor 30, 35 Jahren. Und da war absolut tote Hose. Ja, der Ort war, na, da ein Röschenschlaf kann man nicht sagen. Das war sogar schlimm, es war ganz was anderes. Und jetzt hat sich das mit dem Bürgermeister, mit dem Vize, der für die Kultur zuständig ist, kann man sagen, dramatisch verändert. Ja, es ist laufend über den ganzen Sommer, kleine, kleinere, ein bisschen größere. Es ist immer was los und durch die Jahre wächst jetzt schon was heran, auch kulturell, dass einfach Vielfalt, verschiedene Musikrichtungen, dann wieder Dirndlfeste, Theater, also verschiedene Dinge. Und das tut dem Ort schon gut.